Sie schließen an, ich schaue mir das mal an. Ein bisschen, genau. Ein bisschen. Stefan! Was hältst du denn? Entschuldigung. Verzeihung. Aber das macht doch. Außen noch weiter ran. Warum habe ich einen Schluss von dir mitschleppen lassen? Danke. Du guckst nicht so, als hättest du gerade Lebenslänge gekriegt. Hat er doch, Schwesterchen. Ich bin ja gespannt, wie du guckst, wenn du mal heiratest. Ich und heiraten? Nee. Lächeln. Sag mal, kennt er dich? Wer? Der neben dem Bräutigam, der dich so... Und? Der dich so anglotzt. Gleich nochmal. Und diesmal bitte alle nach vorne schauen. Wer ist denn die? Ja. Keine Ahnung, hat ein Kollege mitgebracht. Alle haben mich gesagt. So, lächeln und jetzt! Oh! Nein! Was machen wir denn jetzt? Ich hol den Wagen. Komm, komm, schnell! Keine Panik, das sind nur die Wehen. Oh. Geht's? Ja. Oh. Vorsicht. Verstehst du, warum man auf den letzten Drücker heiraten muss? Ich verstehe nicht, warum man überhaupt heiraten muss. Es gab keinerlei Einwände, als ich den Vorschlag gemacht habe, die Klientel des verstorbenen Kollegen Vogt zu übernehmen. Jetzt müssen wir auch schon mal in den sauren Apfel beißen, unsere neuen Mandanten gegenüber dem Finanzamt zu vertreten. Und unseren Kopf für Steuererklärungen hinhalten, die diese Pflaume vergeigt hat. Dass Vogt nicht gerade ein Ass war, wussten wir vorher, Herr Müller-Trossingen. Also, wer übernimmt die Hotelsache Auerwald? Auf? Freiwillige vor. Ich habe mal einen Blick reingeworfen. Es ist keine Steuerprüfung, das ist die reinste Strafarbeit. Oh, morgen, Jana. Tut mir leid, bin im Stau stecken geblieben. Ausgerechnet vor diesem Spielzeuggeschäft. Und da hat mich doch dieses Prachtexemplar aus dem Schaufenster angelacht. Zu meiner Patentochter, die ist gestern getauft worden. Ist was? Allerdings. Strafarbeit, sagten Sie, nicht? Sie übernehmen die Prüfung Auerwald. Kein Problem, Chef. Die Belege finden Sie im Archiv. Und ich erwarte von Ihnen... Was denn? Das ist ja schon morgen. Da kann ich mich ja gar nicht vorbereiten. Vorbereiten? Das wäre ja ganz was Neues. Die einen, Herr Müller-Trossingen, machen es mit ihrem Sitzfleisch, die anderen mit dem Kopf. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie dabei dem Ruf von Jungheins und Partner als Nummer 1 in der Branche keine Schande machen. Soll ich Ihnen mal sagen, was Sie im Kopf haben, Herr? Schluss, aus jetzt! Ende der Diskussion! Warum ich Sie hergebeten habe, bleibt vorläufig unter uns. Ich habe mich entschlossen,
am Jahresende vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Was bedeutet, dass die Stelle des Leiters der Betriebsprüfung neu ausgeschrieben wird? Ich darf doch wohl annehmen, dass Sie beide als meine wichtigsten Abteilungsleiter ins Rennen gehen wollen, nicht wahr? Herr Schneiderhahn! Ohne mich schon festzulegen, aber wenn hier einer den Laden kennt und weiß, wie der Hase läuft... Das heißt also ja. Und Sie, Frau Stechlin? Warum nicht? Ich denke, dass die langjährige Erfahrung eines bewährten Steuerprüfers bei der Entscheidung ebenso ins Gewicht fallen wird wie der rasante Aufstieg einer jungen Volljuristin. Nicht zuletzt aber auch Vielseitigkeit und Flexibilität, weswegen man einen diesbezüglichen Vorschlag meinerseits umgehend gebilligt hat. Und der wäre? Dass Sie im Vorfeld der Entscheidung Ihre Abteilungen tauschen. Wie bitte? Jahrelang habe ich die Hotel- und Gaststättenbranche unter mir und jetzt soll ich... Ja, wann sollen wir wechseln? Ab sofort. Aber das ist doch... Das geht doch gar nicht. Ja, allein die Prüfung, die ich mir persönlich vorbehalten habe. Gleich morgen zum Beispiel, die Hotelsache Auerwald wird überaus heikel. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sich so aufregen. Ja, aber wie soll das denn die jungen Kolleginnen überhaupt schaffen, wo dafür gerade mal 5 Tage angesetzt sind? Am besten, ich komme gleich mit und Sie übergeben mir die Unterlagen. Du, was ist denn los, Schneiderhahn? Vielseitigkeit, Flexibilität. Die Akte Auerwald bekommt die Kollegin Stechlin. Avanti! Machen Sie sich doch nicht ins Hemd, Ellermann. Was haben wir schon vom Finanzamt zu befürchten? Das Auerwald ist eine Institution. Wenn wir nachzahlen müssen, gnädige Frau, dann können wir nicht weiter renovieren. Wenn wir nicht weiter renovieren, bekommen wir von der Bank kein Geld, den Rest zu renovieren. Das würde bedeuten... Das Hotel läuft blendend. Da wirft uns doch so eine kleine Steuerprüfung nicht um, nicht wahr? Noch einen Kamillentee, Frau Auerwald. Wollen Sie, dass ich überlaufe? Sie sehen heute etwas blass aus. Sie machen das schon, Ellermann. Wie Sie meinen. Unter uns, Stefan. Dass Sie begabter sind als alles, was hier rumläuft, ist mir durchaus nicht entgangen. Aber Ihre Verspätungen und all Ihre Schlampereien müssen aufhören, sonst wird das mit uns nichts mehr. In der Sache Auerwald erwarte ich das Maximum. Minimum ist plus minus null. Kapiert? Sie können sich da voll und ganz auf mich verlassen. Schönen Abend noch. Wolltest du nicht gleich wieder gehen? Wollte ich. Und? Keine Lust. Du hast doch gesagt, du musst zu Hause noch was tun. Dass du immer noch glaubst, du könntest deinen Bruder erziehen. Dann musst du dich aber später nicht beschweren, wenn deine Tochter Papa zu Stefan sagt und nicht zu dir. Wenn er dann auch das Taschengeld übernimmt, ist das für mich kein Problem. Georg-Schumann-Straße? Ist ja kein Wunder, dass ich mich da verfranse. Also, an der Kirche rechts. Und wann sehe ich das Hotel an links liegen? An der nächsten großen Kreuzung. Alles klar, dann bin ich in 5 Minuten bei Ihrer Chefin. Aha.
jetzt nicht wahr sein. Na warte, wenn ich dich zwischen die Finger kriege. Ich habe bei meinem Bruder Farbe abgestaubt. Ich kann den Fries weiterstreichen. Morgen, ja. Bin ich zu spät? Du nicht. Sagen Sie bloß, wir kriegen Gäste. Und ich koche? Super. Nein, die Steuerprüfung. Stell du mal schon die Kaffeemaschine an. Ach du Scheiße. Contenance, Bernie, ja? Herr Ahrens? Ja. Herzlich willkommen. Frau Auerwald erwartet Sie schon. Bitte hier. Noch etwas näher, bitte. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Es geht um die Steuerprüfung, Frau Auerwald. Meine Augen, habe ich gesagt. Nicht meine Ohren. Darf ich fragen, ob Sie das Hotel immer noch alleine führen? Ja, wer denn sonst? Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie bei der Prüfung außen vor lasse. Wir halten es in der Regel immer so, dass die Mandanten erst bei der Schlussbesprechung hinzugezogen werden. Trauen Sie mir nicht mehr zu, dass ich dem Finanzamt gewachsen bin? Oh, ganz im Gegenteil. Ihnen traue ich alles zu, gnädige Frau. Ist es ein Kompliment oder eine Unverschämtheit? Ein Kompliment, selbstverständlich. Eine ziemliche Unverschämtheit, junger Mann. Ja, bitte. Pardon? Sie werden jetzt unten erwartet, Herr Ahrens. Na ja, gehen Sie mal. Was für ein Typ ist es denn? Es handelt sich um eine Dame. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, eine überaus attraktive Dame. Glück muss der Mensch haben. Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Stefan Ahrens, Steuerberatungskanzlei Junghans und Partner. Ulrike Stechlin, Abteilungsleiterin Betriebsprüfung. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ach, das macht doch nichts. Passiert mir dauernd. Wenn ich mir gestatten darf, auf gute Zusammenarbeit. Das da draußen ist nicht zufällig Ihr Geländewagen, oder? Doch. Warum? Es geht jetzt um alles oder nichts, meine Lieben. Wir werden diese Dame vom Finanzamt so verwöhnen, dass ihr Hören und Sehen vergeht. Denn wenn das schief geht, fällt dem Auerwald der letzte Vorhang. Und kein Wort zu Frau Auerwald. Das würde sie zu sehr belasten. Also. Bitte sehr. Komisch, wie das Leben so spielt. Sie können sich wirklich nicht mehr erinnern? Ja, und? Die Hochzeit meiner Schwester. Ich habe sie beinahe umgerannt.
Ihr Schirm ist auf den Boden gefallen. Ach, Sie waren das. Ja. Bitte schön. Die Kontoauszüge, die Frau Stechlin gebeten hat. Und etwas für den kleinen Hunger zwischendurch. Dankeschön. Ich scheine ja keinen großen Eindruck bei Ihnen hinterlassen zu haben. Wenn wir jetzt vielleicht zur Sache kommen könnten. Aber ich darf doch. Als erstes hätte ich gerne die Kontoauszüge vom letzten Prüfungsjahr. Das ist übrigens ein Mädchen. Richtig zum Verlieben. Laura. Das Kind meiner Schwester. Verzeihung. Maikelchen? Wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen dürfte, Herr Ahrens. Jeden, Frau Stechlin. Sie lassen mich heute in Ruhe die Kontoauszüge prüfen und arbeiten sich so lange in Ihrem Büro gründlich in die Unterlagen ein. Und am Montag sehen wir uns dann wieder. Einverstanden? Das wird mir aber verdammt schwerfallen. Was? Gründlich zu arbeiten? Zwei Tage ohne Sie. Raus! Wo wollen Sie denn hin? Luft. Ja, darf man fragen, wie es so läuft? Darf man. Ja, und? Bestens. Bestens. Rein mit dir. Wir sind gerade beim Mittagessen. Was hat sie denn? Nichts, sie muss nur ihr Bäuchchen. Kannst du den Salat mitbringen aus der Küche? Hi, Stefan. Hol dir noch einen Teller. Hey, danke. Ich bin eigentlich nur vorbeigekommen, weil ich von dir was wissen wollte. Was ist denn da? Können wir mal nicht essen, komm. Oh. Die Frau, an die ich dich gefragt hatte, vor der Kirche, erinnerst du dich? Mhm. Ja, irgendwann musst du mir den Trick mal verraten. Was ist denn mit der? Du hast mir doch erzählt, die wäre mit einem Kollegen gekommen. Ich habe heute die Fotos abgeholt. Meinst du, die da? Ja, genau. Mhm. Die kam mit dem Beck. Der hat eine Zahnarztpraxis über mir. Sind die beiden liiert? Keine Ahnung. So gut kennt ihn auch wieder nicht. Warum interessierst du dich so für die? Zufällig habe ich beruflich mit ihr zu tun. Ja, ich muss los. Was meinst du? Tschüss. Wetten, da ist mehr im Busch? Bloß nicht. Wieso? Wenn mein Kollege mit ihr was hat und dein Bruder funkt dazwischen. Ohne die Patienten, die mir der Beck überweist, kann ich als Kieferorthopäde dicht machen. Das ist mal ein schönes Stück. Haben Sie noch mehr davon? Ja. Nein. Wir sind noch nicht beim Ausverkauf. In Bar? Ja, natürlich in Bar. 50? Das erlebe ich öfter. Sobald der Patient bei mir im Stuhl liegt, ist der Schmerz wie weggeblasen. Tja. Eine Wunderheilung sozusagen. Wissen Sie, dass wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind? Bei der Hochzeit meiner Schwester. Ja, natürlich.
Schade, dass ich Sie und Ihre Frau nicht näher kennenlernen konnte. Ulrike, meinen Sie? Ja. Wir sind nicht verheiratet. Was nicht ist, kann ja noch werden. Das wäre allerdings auch eine Wunderheilung. Können Sie sich bitte hinlegen? So, mal Mund auf jetzt. Aber solange wie wir beide uns schon kennen, Sie melden sich, wenn es weh tut. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns jemals wieder trennen werden. So was nennt man eine Punktlandung. Oh. Und wenn ich heute Nachmittag nicht zufällig in mein Büro gekommen wäre, dann kann ich davon überhaupt nichts erfahren, oder? Als ob es nicht bekannt war, dass für die neue Verkabelung überall Leerrohre eingezogen werden müssen. Ja, aber warum wird denn dann ausgerechnet in meinem Büro damit angefangen? Ja, was fragen Sie mich? Vielleicht, weil Sie gerade auswärts zu tun haben. Es kann nicht zufällig sein, dass Sie die Leute hierher geschickt haben. Ich? Ja. Jedenfalls hat das einer der Bauarbeiter behauptet. Da muss er sich aber schwer verhört haben. Na, kein Wunder, wo die ja nicht mal richtig Deutsch kann. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, lauter böswillige Unterstellungen. Das wäre mal was für Ihren Personalrat. Oh Gott, dann stimmt es also wirklich? Was? Dass der Chef früher aufhört und euch beide in den Ring schickt? Ich weiß nicht, was du meinst. Er lässt euch die Abteilung tauschen. Und Schneiderhans stänkert seit gestern gegen dich rum, dass es einem graust. Was macht denn deine Prüfung? Die läuft ganz gut, aber dieser Typ von Johansen Partner geht mir sowas von auf den Keks. Aber Montag früh lasse ich ihn die Luft raus. Stefan, immer noch der Kiefer? Nein, nein, die Prüfung im Auerwald. Ach, Mann. Aber schaff, ich krieg das hier nicht zu. Hilf mir doch mal bitte. Du bist sicher, dass wir wirklich gehen können? Ja, ja, klar, haut ab. Tschüss. Tschüss. Warum bin ich bloß erwachsen geworden? Und dann auch noch Steuerberater. So, komm, Schluss jetzt. Das Essen wird kalt. Du hast gekocht? Der Gast muss geehrt werden, auch wenn er lästig ist. Oh. Geh ich dir mit meinem Chaos auf die Nerven? Willst du mich loswerden? Quatsch. Von mir aus können Sie eine Wohnung jahrelang renovieren. Hauptsache, ich sehe dich öfter. Ja, ja. Ich weiß das leidige Thema. Ich arbeite zu viel. Weißt du was? Du bist vereinsam. Aber mein Süßer. Ich hab doch dich. Stimmt. Cheers. Cheers. Morgen. Ach, sind Ihnen inzwischen auch die Stolpersteine aufgefallen? Ich würde das etwas anders ausdrücken. Nämlich? Die Steine, über die Sie gerne stolpern würden. Mir sind hier einige Bareinzahlungen aufgefallen. Immer mit dem handschriftlichen Vermerk versehen von Frau Auerwald. Darlehen, Bruder. Na und? Ihr Bruder wird ihr eben hin und wieder etwas zugeschossen haben. Tja, wenn das nicht stinkt. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass private Zuschüsse nicht bedienpflichtig sind? Nachzulesen im Paragraph 117 Absatz 3. Ich weiß. Genau. Und dass deshalb Ihre Kommentierung dieses Vorgangs mit der Bemerkung, wenn das nicht stinkt, absolut unangebracht ist. Finden Sie? Finde ich.
Mir ist kein besserer Ausdruck für den Umstand eingefallen, dass Frau Auerwalds Bruder zu dem besagten Zeitpunkt bereits verstorben war. Wenn Sie das mit Ihrer Mandantin mal klären möchten, bitte. Aber gern. Heute Mittag gibt es geschmortes Kaninchen in Sherry mit eingelegten Tomaten in Vanille, sautierte Garnelen mit Reistortillas an Kokossoße. Nein, Bernie, heute gibt es Huhn aus dem Sonderangebot in Mehlschwitze. Du schleich mal erst in der Halle weiter, damit die Gäste kommen, die du dann bekommen kannst. Danke, Anne. Also dumm ist er jedenfalls nicht. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Die Vermerke sind gar nicht von Frau Auerwald. Ach, sondern? Die Bemerkungen, Darlehen, Bruder, stammen alle von Herrn Vogts, Ihrem verstorbenen Steuerberater, wenn Sie sich vielleicht überzeugen möchten. Ja, aber Frau Auerwald muss doch von den Bareinzahlungen gewusst haben. Selbstverständlich haben mir hin und wieder Freunde unter die Arme gegriffen, aber im Einzelnen kann sie sich daran nicht erinnern. Dass mangelndes Erinnerungsvermögen nicht strafbar ist. Selbst in den höchsten Kreisen dürfte sich sogar bis zu den Finanzbehörden herumgesprochen haben. Weitere Fragen? Was um Gottes Willen soll das denn? Wollen Sie mich umbringen? Das ist Ginseng-Tee mit Nelkenwurzextrakt. Das ist ein unfehlbares Kräftigungsmittel. Ja, bin ich vielleicht krank? Wir sind überhaupt aus dem wunderschönen 1970er Portwein aus Südafrika geworden. Das ist im Keller verschollen, liebe Frau. Das habe ich befürchtet, dass Sie das sagen. Ihre Fürsorglichkeit kennt ja seit Jahrzehnten keine Grenzen mehr. Ella Männchen, da kommt sie her. Kommt sie mal. Ella Männchen, was halten Sie von unserer kleinen Finanzbeamtin? Diese junge Dame ist, wie man heute zu sagen pflegt, clever. Leider. Leider. An der werden wir noch viel Freude haben. Ich glaube, ein Portwein wäre jetzt wirklich vonnöten. Vielleicht schauen Sie noch einmal nach dem Verschollenen. Im Keller. Auf Kosten des Hauses selbstverständlich. Nein, danke. Und wenn ich Sie einlade? Dann erst recht nicht. Was darf es für Sie sein? Na, bei den Auswahlmöglichkeiten fällt es ja nicht allzu schwer. Die pikanten Hühnerbrüstchen. Gute Wahl. Das wird jetzt lustig. Darf ich mitlachen? Exakt in dem Monat, als unbekannte Wohltäter Frau Auerwald so hilfreich unter die Arme gegriffen haben, hat das Hotel keine Einnahmen zu verbuchen. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass Bareinnahmen als Spenden verbucht wurden, um sie nicht versteuern zu müssen. Das haben Sie jetzt gesagt.
Dann war das also gar nicht Vogts Idee, diese Einnahmen zu unterschlagen, sondern ihre eigene? Ach, der hatte doch nicht die Spur von Fantasie. Fantasie ist gut. Also Fantasie ist wirklich gut. Wissen Sie, wie das Finanzamt sowas nennt? Steuerhinterziehung. Und darauf sind Sie auch noch stolz. Wissen Sie, warum ich Ihnen heute nicht in die Augen sehen kann? Weil Sie es plötzlich bereuen? Weil es rausgekommen ist. Ich frage mich nur, warum erst jetzt? Hat das Finanzamt in den vergangenen Jahren vielleicht geschlafen? Ich dachte schon, Sie sind verschollen. Ich nicht, aber das Kassenbuch und das Journal mit den Übernachtungseintragungen ist leider auch nicht mehr auffindbar. Was für ein Zufall. Aber da Sie sich besonders für diese eine Woche interessieren, Herr Ellermann, der Portier, weiß noch ganz genau, dass damals absolute Flaute war. Toll, wenn man sich so gut erinnern kann. Wahrscheinlich war die alte Dame gerade deshalb auf einen Zuschuss dringend angewiesen. Interessante Erklärung. Wogegen nur die Auskunft des städtischen Tourismusbüros spricht, mit dem ich gerade telefoniert habe. Genau in der Woche nämlich war das Auerwald komplett ausgebucht. Wie bitte? Messezeit. Hat es Ihnen jetzt die Sprache verschlagen? Mir ist auf Seiten des Finanzamtes noch nie jemand begegnet, der so viel drauf hat wie Sie. Also nicht schon wieder auf die Tour. Gott nochmal, das war ein ehrlich gemeintes Kompliment. Ach, hören Sie doch auf! Oder glauben Sie ernsthaft, ich bin so beschränkt und rutsche auf Ihrer Schleimspur aus? Sie wollen Krieg haben? Den können Sie kriegen. Erstmal kriege ich sämtliche Belegordner. Poulardenbrüstchen im Teigsoufflé. Bitteschön. Bitteschön, hier geht's rein. Herzlich willkommen im Auerwald. Wir haben ein frisch renoviertes Zimmer für Sie. Hell und geräumig. Bärbel wird Ihnen den Weg zeigen. Ja, das ist unser Frühstückszimmer. Ihr Doppelzimmer wäre dann im ersten Stock, wenn Sie es sich hier schon einmal ansehen möchten. Kann ich etwas für Sie tun? Brauchen Sie was? Bitte entschuldigen Sie, zeigt den Herrn doch schon mal. Sie bitte rein wollen. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Es gehört zu meinem Job, mich vor Ort kundig zu machen. Was wollen Sie denn finden? Wir haben nichts zu verbergen. Es ist Teil meiner Aufgabe, zu prüfen, ob die Steuern korrekt abgeführt worden sind. Sonst nichts? Sonst nichts. Na bitte, dann zeige ich Ihnen unser Hotel. So, hier geht's zur ehemaligen Waschküche. Und was ist da drin? Bitte. Alles aus dem Verkehr gezogen. Müssen dringend restauriert werden, diese Möbel. Sonst können wir sie bald vollends wegwerfen. Darf ich? Bitte. Entschuldigen Sie. Pumpe. Auf so einem Fußbänkchen habe ich immer gesessen, als meine Oma mir noch vorgelesen hat. Also wenn man das ganze Mobiliar hier restaurieren würde, dann könnte Ihr Hotel ein richtiges Schmuckstück werden. Ausgerechnet Sie müssen das sagen. Wo Sie bloß hergekommen sind, Frau Auerwald den letzten Groschen aus der Tasche zu ziehen. Woher wollen Sie das wissen?
Es gibt auch Steuerprüfungen, bei denen am Ende rauskommt, dass... Sie, das können Sie nun wirklich Ihrer Oma erzählen. Das Finanzamt nimmt auch, was es kriegen kann. Selbst wenn wir das Hotel hier schließen müssen. Unsere Serviererin bekommt in ihrem Alter nie wieder Arbeit. Der Zubi sitzt auf der Straße und der Mann unseres Zimmermädchens ist schon arbeitslos. Außerdem ist sie... Schwanger, ich weiß. Ach, nichts wissen Sie. Wenn ihr nichts findet, ihr eiskalten Blutsauer, dann seid ihr doch nicht glücklich. Entschuldigen Sie, dass mir so rausgerutscht. Aber wenn es um das Auerwald geht, dann... Vergessen Sie nicht, das Licht auszumachen. Feierabend. Ich hätte da noch was für Sie. Ihre Belege. Könnte es sein, dass Sie mit diesem Chaos auf Zeit spielen, weil Sie ganz genau wissen, dass für die Prüfung nur 5 Tage angesetzt sind? Könnte es sein, Frau Stechlin, dass jemand im Finanzamt Sie unter Druck setzt? Wenn diese Belege nicht alle bis morgen mustergültig sortiert sind und mir auf Abruf zur Verfügung stehen, dann werden Sie Ihr blaues Wunder erleben. Geht es etwas deutlicher, da mir in der Steuergesetzgebung bedauerlicherweise der Ausdruck blaues Wunder noch nicht begegnet ist? Dann betrachte ich Ihre Belegpflicht als nicht erfüllt und auf Ihre Mandantin kommen Nachforderungen zu, mit denen Sie sich bei Junglands und Partner nicht beliebt machen werden. Könnte es sein, Herr Ahrens, dass bei Ihnen jetzt die Kacke am Dampfen ist? Von meiner Oma. Da habe ich immer drauf gesessen, wenn ich bei ihr war. Sie war die einzige in meiner Familie, die mich nie unter Druck gesetzt hat. Und? Nichts und. Ach so, ich dachte, du wolltest dein Herz bei mir ausschütten. Wirklich nicht? Da ist nichts auszuschütten. Vielleicht, weil da nichts drin ist. Arschloch! Wenzel, bin ich wirklich so? Wie? Naja, so, dass alle immer gleich denken, Achtung Eisblock, dass ich niemandem traue, der mir irgendwie für... Oh Gott, du weißt doch, was ich meine. Willst du eine ehrliche Antwort? Ja, klar. Bin ich so? Genau so. Gipskosten sind da drüben. Kann mir jemand sagen, was das hier ist? Steht da nichts dabei? Ich lege es mal hier hin. Abwasser ist hier, ne? Ja. Alle Quittungen ohne Beschriftung bitte aufsammeln. Hier. Entschuldigung. Ja, danke. Hier.
Jetzt hilft nur noch die Gegenoffensive. Das ist unsere einzige Chance, den Laden noch zu retten. Was meinen wir, Arend, wie das hier brummt, wenn die Saison erst wieder anläuft? Nicht wahr, Chefkoch? Allmählich bezweifle ich, dass dieser Fuchs die Belege überhaupt jemals in der Hand gehabt hat. Ach, verdammt doch mal! Er soll bloß froh sein, dass er unter der Erde liegt. Tut mir leid. Herr Ellermann? Zwei uns mal ganz in Stille zurückziehen? Selbstverständlich. Aber das sind doch unhaltbare Zustände. Nicht nur das Chaos in der Buchhaltung, auch hier in der Küche. Ein einziger Azubi. Und keiner, der ihn ausbildet? Ich habe mich ganz an die Devise unserer Chefin gehalten. Learning by doing. Deshalb war die Hühnerbrust unter aller Kanone. Oh, manchmal rutscht ihm aber auch was raus, da würden Sie staunen. Und warum darf niemand wissen, dass kaum Gäste im Hotel sind? Deshalb verstecken Sie doch die Schlüssel. Ich möchte nicht, dass Frau Auerwald es erfährt. Also dann verstehe ich immer weniger, wie Frau Auerwald bei nahezu Nulleinnahmen überhaupt die monatlichen Lohnfortzahlungen für 4 Angestellte bewerkstelligt. Wenn Sie wüssten, was ich auf den Überweisungen einsetze, die sie mir immer blind unterschreibt. Gerade mal so viel, dass jeder von uns sich über Wasser halten kann. Und wenn das Konto auf Null zugeht, dann... Jetzt reißen Sie mir nicht den Kopf ab. Aber dann muss notgedrungen etwas von der Einrichtung verscherbelt werden. Das weiß Frau Auerwald auch nicht, nehme ich an. Na wie denn, seit sie ihren Salon nicht mehr verlässt? Ist euch denn nicht klar, dass dieser Schwindel über kurz oder lang auffliegen muss? Statt rechtzeitig das Ruder rumzureißen, lügt ihr euch seit Monaten in die Tasche. Und das tun sie natürlich alles nur aus purer Liebe zu Frau Auerwald. Das ist kein Grund, sarkastisch zu werden. Oh mein Gott. Seit 50 Jahren machen Sie das? Wie halten Sie das aus? Bei der Pforte hat Schneiderhahn gesagt, dass er den Generalschlüssel braucht, weil er den zu seinem Büro irgendwo liegen gelassen hat. Ich sollte ihn am besten direkt darauf ansprechen, was er in meinem Büro gesucht hat. Gar keinen Fall. Mm-mm. Und dass du die Information von mir hast, das bin wir ihm besser auch nicht. Oh, da kommt er. Wetten, dass der sich überlegt, warum du heute Morgen im Büro bist? Tut mir jetzt aber leid für Sie, Frau Stechlin. Das gibt's doch nicht. Was machen Sie denn da? Suchen. Quittungen. Ah. Nein, also. Gestatten Sie? Ja. Unruhig. Entschuldigung. Was ist da drin? In der Hutschachtel. Erinnerung. Erinnerung aus dem Jahr. Bevor wir endlich das Auerwald zurückbekommen haben, da bin ich mit meinem seligen Bruder auf eine Weltreise gegangen.
the leading hotels of the world. Ach, ach ja. Oh, the Oriental. Ach, in Bangkok. Das ist doch ein Traum. Na, auch wenn wir natürlich niemals diese spitzen Häuser erreichen werden, aber so wie es mit dem Auerwald aufwärts geht, besonders in den letzten Wochen. Klein, aber fein. Das ist ja auch was, nicht wahr? Wie machen Sie das bloß, Nini, Frau, dass Sie trotz Ihrer angegriffenen Augen immer noch auf dem Laufenden sind? Und das ganz ohne Buchhaltung. Na, ganz einfach. Ich lasse Ellermann jeden Tag zum Rapport antreten. Und er legt mir dann die aktuellen Zahlen vor. The leading hotels of the world. Oh. Renovierungsarbeiten, Baukosten. Moment mal. Also wenn das nicht der Gipfel ist. Entschuldigung. Ich gehe da mal lieber, bevor Ihr Kollege noch kommt. Die Suche hat sich gelohnt. Aber nur, weil ich auch noch jeden Fetzen Papier bei Frau Auerwald umgedreht habe. Warum haben Sie ihr nie reinen Wein eingeschenkt? Die muss doch zusammenbrechen, wenn sie am Ende der Prüfung den ganzen Schlamassel erfährt. Ich reiß mir ein Bein nach dem anderen aus, zermarter mir das Gehirn, wie ich diese Person vom Finanzamt, die mich schon in meinen Träumen verfolgt, vielleicht doch noch aufs Kreuz legen. Was ist denn? Diese Person vom Finanzamt hat da etwas Interessantes entdeckt. Da sind Sie nicht die Einzige. Weg, 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 weg. So, warum versuchen Sie denn nicht erstmal hier unten rauszukommen? Schaffe ich nicht, das ist doch viel zu eng. Ja, dann ziehen wir Sie nach oben raus. Bloß nicht bei meiner Sehnscheidenentzündung. Was ist denn eigentlich in dem großen Plastiksack? Unterlagen aus dem Archiv. Sie sind aber auch eine Knalltüte, Schneiderhahn. Legen Sie das Zeug auf den Boden und steigen Sie drauf. Was? Wo drauf? Na, auf die Akten. Wozu haben Sie die denn überhaupt geholt? Dazu. Also, auf die Plätze, fertig. Zu gleich. Diese Scheißfelder, man wird nicht mal repariert. Wo sind jetzt meine Akten? Um die kümmere ich mich schon. Frau Auerwald, wir müssen reden. Und zwar sofort. Ellermann, was soll das? Ich will meinen Tee. Ich will nicht nach draußen. Den Tee kippen Sie sowieso nur in die Blumen. Was Sie dringend brauchen, ist frische Luft. Sie müssen aufhören, sich in Ihrem Salon zu verschanzen. Als würde sich dadurch nur das Geringste ändern. Ellermann, Sie fangen an, mich zu irritieren. Das freut mich. Sie müssen den Tatsachen ins Auge blicken. Ja, Sie sind ja gut. Durch Ihre ständige Rücksichtnahme haben Sie doch diese Tatsachen von mir ferngehalten. Und jetzt werden Sie auch noch rabiat. So, ich möchte doch nur... Hören Sie auf, Ellermännchen. Ich weiß sehr gut, was Sie alles für mich tun. Bedauerlicherweise wissen Sie eben nicht alles. Sie meinen das wandelnde Fallbeil vom Finanzamt. Ja, ja. Ich weiß sehr wohl, wie schlimm die Situation ist. Aber überlegen wir doch
wie wir das Finanzamt auf unsere Seite kriegen. Wir? Ja, wir. Ja, also, geben Sie mir einen Rat. Sagen Sie mir, was Sie denken. Das steht mir nicht zu, Ehefrau. Aber das ist doch Unsinn. Bitte, was machen zum Beispiel diese beiden jungen Leute da unten? Die bekriegen sich. Ja, weil sie verknallt sind. Richtig. Was für eine Zeitverschwendung. Ellermann? Ja, Gnädige Frau. Warum nimmt man sich nicht einfach in die Arme, wenn man sich mag? Gnädige Frau. Gnädige Frau. Tja. Naja, da gibt es noch einiges zu tun. Bitte geben Sie mir Ihre Hand. Ich kann verdammt noch mal nur ziemlich beschissen laufen. Lauter Ausgaben, die nicht in die Steuererklärung eingeflossen sind, weil irgendjemand im Haus die Belege verschlammt hatte. Insgesamt sind das 19.793 Euro. Naja. Was heißt naja? Naja heißt, dass ich auf einen etwa sechsstelligen Betrag gestoßen bin, den ich nicht anerkennen kann. Da es sich um Kostenvoranschläge und nicht um Rechnung handelt, können Sie das bitte mal nachprüfen wollen. Und die hier können Sie selbstverständlich auch behalten. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Frau Stechlin. Also mal abgesehen davon, dass die tatsächlichen Rechnungen garantiert noch auftauchen werden, mal ganz abgesehen davon, finde ich es nicht nur schlicht und einfach unzulässig, wie Sie meine Nachträge hier so mir nichts, dir nichts vom Tisch wischen wollen, auch wenn es sich in Ihren Augen nur um Peanuts handelt. Das ist eine dreiste, bodenlose und böswillige Unverschämtheit. Es tut mir leid, wenn wir uns da missverstanden haben, aber die 19.793 habe ich mir selbstverständlich notiert. Heißt das, Sie akzeptieren den vollen Betrag als steuermindernd? Ja, sicher. Ohne sich die einzelnen Angaben im Detail anzusehen? Herr Ahrens, warum sollte ich Ihnen denn nicht glauben? Broiler! Ratatouille à la mode! Bon Appetit. Vorzüglich. Wollen Sie das Ratatouille nicht wenigstens mal probieren? Auch nicht, wenn ich die Rechnung übernehme? Nein, danke. Ja? Eine gewisse Frau Schwabe möchte Sie sprechen. Dringend. Ich bin gleich wieder da. Also, bin ich mit dir ab in mein Büro. Ich war vielleicht gespannt, das kannst du dir ja vorstellen. Und dann habe ich die Registriernummern verglichen. Alles Fälle, die er selber geprüft hat, teilweise schon uralt. Und jetzt kommt die Krönung. Immer waren es Mandanten von Vogts. Das gibt's doch nicht. Deshalb war Schneiderhahn auch so durch den Wind, als der Chef mir die Sache Auerwald übertragen hat. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum dieser Fuchs bei vergangenen Prüfungen noch nicht aufgeflogen ist. Weil Schneiderhahn nie was gefunden hat, meinst du? Weil er nichts finden wollte. Das heißt, wir müssen ihm nachweisen, dass er bei den Prüfungen nicht korrekt... Vergiss es. Der hat garantiert in den alten Akten jeden Beweis für irgendwelche Betrügereien vernichtet. Aber es kommt noch schlimmer. Was? Die Akte, die er aus deinem Büro geholt hat, das ist die Akte Schürholz aus deiner Ausbildungszeit. Diese uralte Geschichte. Mensch, Schürholz war ein armer Schlucker mit vier Kindern. Sonst hätte ich dem noch nicht geholfen. Ich habe ihm die 10.000 damals nur nachgelassen, weil er sonst pleite gegangen wäre. Dafür haben sie mich doch schon bestraft. Das kann mir doch heute niemand mehr vorwerfen. Wenn er letztendlich damit unser Chef werden kann, dann wird er es benutzen. Es geht leider nicht anders. Ich muss den Abschlusstermin einhalten. Und was Sie bis morgen nicht hieb- und stichfest belegen können.
Was ist mit Ihrem Wagen? Zusammenstoß mit einem Kollegen. Sie können mich nicht zufällig mit in die Stadt nehmen? Können schon. Aber? Ich dachte nur, bei Ihnen läuft das wahrscheinlich unter Anmache. Tut mir leid, den gestern Abend. Aber du kommst wie gerufen. Mein Wagen ist nämlich in der Werkstatt. Schönen Abend dann noch. Ja. Ja, schönen Abend. Sache, aber Wald. Immer hübsch auf Kurs plus minus null. Ach, die alten Vogtsprüfungen, daher weht der Wind. Sie wollen sich hinter den Gaunereien ihres viel zu früh verstorbenen Vorgängers verschanzen. Der ist mit plus minus null rausgekommen, weil es gar keine Prüfung gab. Ein paar Gefälligkeiten, ein Schneiderhahn und der Fall war erledigt. Und damit wollen Sie jetzt beim Chef Ihren Kopf aus der Schlinge ziehen? Herr Ahrens. Sagen Sie mal, wie lange sind Sie jetzt schon bei der Firma? Ich feiere nächstes Jahr mein 25-jähriges Jubiläum. Wahrscheinlich und leider ohne Sie, Herr Ahrens. Ist ja kaum zu glauben. 25 Jahre und da hat Ihnen keiner mal einen aufs Maul gegeben. Warte, vorher wollte ich dir noch was zeigen. Hat mir der Kollege Fröhlich heute reingegeben. Ich weiß aber nicht, ob es interessiert. Warum denn nicht? Sag mal, Wenzel, könntest du bei deinem Kollegen irgendwas Näheres über diesen Typen in Erfahrung bringen? Ich meine, ich brauche das rein beruflich. Der ist doch Steuerberater, nicht? Stefan Ahrens, 36 Jahre alt, Steuerberater, ledig, privatversichert und bis auf 2,7 ohne Befund. Hier, links oben. Bei der Hochzeit hast du doch noch gesagt, du kennst den gar nicht. Er war ja auch erst danach bei mir. Wegen links oben? Das hat er vorher nicht gewusst. Warum ist er denn dann gekommen? Vielleicht wegen rechts unten. Rein beruflich, ne? Warum fährst du nicht selber hin und schaust dich einfach bei ihm an? Weil Schneiderhahn mich kennt. Wenn er mich da sieht, dann riecht er den Braten doch sofort. Das sind die Vogtsmandanten, die bei seiner Untersuchung ungeschoren davon gekommen sind. Und ich bin sicher, dass er privat davon profitiert hat, aber das müsste man ihm nachweisen. Wie willst du es anstellen mit ein paar Namen? Du als gelernte Journalistin weißt doch am besten, wie man unauffällig recherchiert. Bitte. Ich nehme die Kleine auch so lange ab. Na schön. Aber nur, wenn du mir verrätst, warum du dem unbedingt was anhängen willst. Weil ich grundsätzlich was gegen krumme Touren habe. Deswegen. Das glaubt wird mehlig. Na lassen Sie das nur. Das ist nicht von Belang, sagt der Arzt. Ach. Vielleicht habe ich deshalb nie geheiratet, war das Auerwald. Meine große Liebe war. Jetzt soll er sicher wissen, warum ich noch für diesen alten Kasten kämpfe. Obwohl er doch demnächst mit mir in die Grube fahren wird. Na, jetzt übertreiben Sie aber maßlos. Bis vor kurzem habe ich selber keine richtige Antwort gewusst.
Und jetzt? Sie atmen gar nicht. Was ein Ausflug an die frische Luft alles bewirken kann. Wie der alte Glanz neu zur Geltung kommt. Dass noch viel rausreißen wird. Steht es tatsächlich so schlimm? Naja. Sie ist übrigens schon da. Oben bei der Chefin, was? Das sagen Sie mir erst jetzt. Hinter meinem Rücken hier einzudringen. Einen Augenblick, Herr Harris. Raus hier, aber sofort raus. Was erlauben Sie sich denn? Man wird doch... Sie werden eine Klage wegen Hausfriedensbruch an den Hals kriegen. Wegen Hausfriedensbruch und vorsätzlicher... Ist Ihnen etwas passiert, Kindchen? Alles halb so schlimm, Frau Auerwald. Und wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Das ist aber wirklich nicht nötig, Herr Ahrens. Doch, doch, das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Es tut aber gar nicht mehr weh. Ich glaube, das war vorhin vielleicht der erste Schock. Und danach bringe ich Sie zu einem Arzt. Ach was, das geht schon wieder. Stillhalten. Das tut mir schrecklich leid. Ich könnte ja nicht anders, Frau Auerwald, Sie von sich aus zu einem Gespräch gebeten hatte. Sie haben tatsächlich geglaubt, ich wolle mich einschleichen, weil ich noch mehr faule Eier finden will? Ach, als ob ich deshalb so ausgerastet wäre. Ja, warum denn dann? Weil ich verhindern wollte, dass die alte Dame von Ihnen erfährt, wie es wirklich um das Hotel steht. Sie meinen, dass sie momentan zu Dose ist? Momentan ist gut, seit Monaten. Aber Frau Auerwald ist der festen Überzeugung, dass es mit ihrem Haus, Entschuldigung, wieder aufwärts geht. Aber dann verstehe ich nicht, warum ihr niemand die Wahrheit sagt. Weil sie es nicht verkraften würde, dieses Hotel jetzt zu verlieren. Ein Hotel, das seit Generationen im Familienbesitz war und für dessen Rückübertragung nach der Wende Frau Auerwald jahrelang gekämpft hat. Warum erzähle ich Ihnen das überhaupt? Sentimentalitäten haben die Finanzbehörden schließlich nicht zu interessieren. Machen wir weiter? Es geht schon. Was fragen, Herr Ahrens? Warum hängen Sie sich eigentlich in diese Sache so rein? Weil ich nicht verlieren kann. Nein, ich meine nicht die Prüfung. Ich meine das, was Sie vorhin als Sentimentalitäten bezeichnet haben. Vielleicht beschränken wir uns auf das Dienstliche, ja. Aber eins müssen Sie mir noch erklären. Müssen muss ich gar nichts. Auf der einen Seite kämpfen Sie wie ein Löwe darum, dass Frau Auerwald nicht aus Ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen wird. Und auf der anderen Seite wissen Sie doch ganz genau, was passiert, wenn ich morgen das Ergebnis der Prüfung vortrage. Und ob ich das weiß? Dann werde ich Ihnen nämlich klar machen, dass wir Widerspruch einlegen, und zwar durch alle Instanzen. Und dass sich das Finanzamt so lange seine Forderungen an den Hut stecken kann. Bloß, dass das Auerwald bis dahin längst pleite ist. Sie müssen es ja wissen. Aber Sie verstehen doch viel zu viel von unserem Geschäft, als dass Sie sich auch nur die geringste Chance ausrechnen könnten. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das ankreide, was dieser Fuchs verbrochen hat? Zu gütig, Gnädigste. Also Sie wollen auch alles falsch verstehen? Ach nee, jetzt bin ich's auf einmal. Wer hat denn schon zu Anfang ein Schild in den Boden gerammt? Vorsicht, Schleimspur. Sie oder ich?
Stechlin? Was ist denn passiert? Vor dem Hotel, warte, ich komme gleich raus. Notfall. Sag mal, was ist denn los? Ich denke, du musst längst in der Praxis sein. Mann, als ob ich in dem Zustand arbeiten kann! Jetzt sag schon, was passiert ist. Niki hat mich verlassen! Oh nein, nicht schon. Komm. In ein paar Tagen klingelt's bei dir. Und wer steht dann reumütig vor der Tür? Diesmal ist endgültig. Und wenn, mach ich nicht auf. Das hast du das letzte Mal auch schon gesagt. Na gut, bitte, wenn du mir nicht glaubst. Nein. Doch nicht das ganze Medaillon. Da reicht es doch, wenn man das Foto austauscht. Naja, gut ausgesehen hat er ja. Um 10 erst. Es tut mir leid, aber ich muss wieder rein. Okay. Und wir sehen uns heute Abend. Okay? Ja. Ich will mich ja nicht auf Vogts rausreden, aber wenn er die Verlustvorträge nicht übersehen hätte, dann... Sie wissen, dass Sie sich da auf eine wachsweiche Regelung berufen, Herr Ahrens. Ich weiß. Aber wie das so mit Gummiparagraphen ist, man kann sie dehnen. Wollen Sie damit etwas sagen? Kleine. Na, das war wohl zu viel, hm? Mach ich was falsch? Nein. Sie machen das sehr gut. Schau mal da draußen. Da gibt es Bäume und Autos. Da gibt es einen Onkel, der in sein Auto einsteigen will. Und einen anderen Onkel. Und ein Fahrrad kommt. Verdammt! Da ist mir aber einiges hingefallen. Dankeschön. Warten Sie mal eben. Koch, oder? Ausführende Bauarbeiten Nova Bau GmbH. Nova Bau. Körper. Was schreiben Sie sich denn da auf? Ihr Nummernschild. Nur die Zahlen. Zum Lotto spielen. Jetzt müssen Sie mir aber auch eine Frage beantworten. Ihr Kostüm. Genauso was in der Art suche ich seit einer Ewigkeit. Winterhalder-Mode. Dürfte aber ein bisschen zu teuer für diese. Sagen Sie, ist das ein Einzelstück oder haben die mehr davon? Bei mir hängt der halbe Kleiderschrank voll. Winterhalder-Mode. Sie schreiben ja schon wieder was auf. Ihr Namen. Zum Scrabble spielen oder warum? Wenn ich gewinne, kriegen Sie was ab, Frau Schneiderhahn. Lisa, du bist ein Ass. Danke. Aber beweiskräftig genug ist das nicht für eine Strafanzeige, das weißt du. Hauptsache, es beweist meinem Chef, dass nicht ich diesen Fall vergeigt habe. Steht's so schlimm? Schlimmer. Ich.
Mal. Oh, guck mal, da ist der Papa. Hey, tut mir leid, ging nicht früher. Hallo. Hey, 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 komm her. Hey, Stefan. Wann sehe ich dich mal wieder? Ich bringe dich noch den Babysitz. Ist ja tatsächlich hier. Ja? Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Stefan, was ist denn nur mit Dr. Beck? Andersrum, ich werd nicht mehr, andersrum, ich werd nicht mehr. So, meine Lieben, danke euch für alles. Jetzt hilft nur noch beten. Ach, kein Defetismus, Ellermann. Wir kämpfen. Bis zum letzten Atemzug. Aber wenn das Hotel pleite geht... Wenn wir pleite gehen, bleiben wir, und ich meine, wir alle, irgendwie zusammen. Muss doch möglich sein. Wenn die Entscheidung gefallen ist, gebe ich euch ein Signal. Also, drückt die Daumen. Für euch. Lässt bitten. Womit wir trotz Anerkennung der verspätet vorgelegten Rechnung bei einer Nachzahlungsforderung von insgesamt rund 53.000 wären. Einverstanden, Herr Ahrens? Ja, entweder lassen jetzt auch meine Ohren nach, oder haben Sie tatsächlich 53.000 gesagt? Wären, hat Frau Stechlin gesagt. Wären, habe ich gesagt, denn dank der Aufmerksamkeit von Herrn Ahrens sind größere Verlustvorträge aufgetaucht, deren Geltendmachung nach Ablauf der Frist zwar höchst strittig ist, aber ich denke, unter den gegebenen Umständen kann ich das auf meine eigene Kappe nehmen. Augenblick mal, das würde ja bedeuten... Das bedeutet, die Nachforderung ermäßigt sich auf 34.000. 34.000. Haben Sie das gehört? Nur noch 34.000. Also jetzt machen Sie mal einen Punkt. Für mich laufen unter nur noch allenfalls solche Beträge, die aus der Portokasse zu zahlen sind. Nicht, dass ich Ihre Meinung nicht teilen würde, aber... Ich denke gar nicht daran, jetzt, wo sich erstmals Gewinne abzeichnen und wir die dringend notwendige Renovierung endlich wieder in Angriff nehmen aber können. Aber Sie müssen doch den Tatsachen ins Auge sehen. Tatsache ist, dass ich in einer solchen Situation dem Finanzamt freiwillig nicht einen Cent in den Rachen werfen will. Sagen Sie doch auch mal was. An Frau Auerwalds Stelle würde ich das genauso sehen. Solange nicht die letzten Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Wollen Sie damit behaupten, ich hätte nicht alles versucht? Ich habe hier jeden Zettel dreimal umgedreht, um rauszuholen, was überhaupt nur drin ist. Ich will gar nichts behaupten, Herr Ahrens. Ich bin lediglich dazu angehalten, nicht nur zu Ungunsten, sondern gegebenenfalls auch zugunsten des Steuerpflichtigen zu prüfen und werde deshalb eine zugegebenermaßen aufwendige Studienreise von Frau Auerwald nachträglich berücksichtigen zu den, wie sagten Sie noch gleich, gnädige Frau? The leading hotels of the world.
richtig. Oh. Das heißt, dass Sie... Sie erkennen alle diese Erinnerungen an? Ja, glauben Sie denn, dass Frau Auerwald... Tut mir leid, wenn ich das hier ins Spiel bringen muss. Dass eine Dame in ihrem Alter freiwillig durch die Welt gondelt. Und was kommt am Ende bei der Prüfung raus? Ich meine hinten. Schätzen Sie mal. Ich? Nein, ich meinte eigentlich eher Herrn Ahrens. Plus, minus. Null? Dürfte hinkommen. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Kein gutes Zeichen. Herr Ahrens geht zur Klingel. Einmal klingeln heißt was? Dass hier die Lichter ausgehen. Anne, den Kräuterlikör für die Chefin. Er geht noch mal hin. Vielleicht hat er was falsch verstanden. Und dreimal bedeutet? Sekt. Für alle. Ella Mann, sowas tun Sie mir nicht doch mal an, versprochen? Versprochen. Und in Zukunft schaukeln wir das Kind gemeinsam, nicht wahr? Ich weiche Ihnen nicht von der Seite. Buchstäblich. Versprochen. Versprochen. Jetzt stoßen wir an. Danke. Auf Ihr Wohl, Friedemann. Auf das Ihre, Adele. Und auf unsere Retter. Danke für die Einladung. Sagen wir um 8? Ich hole Sie ab. Wissen Sie, was mir immer noch nicht aus dem Kopf will? Nein. Dass Sie sich mit Ihrem Außergewöhnlichen entgegenkommen. Ja. Im eigenen Haus ganz schön in die Nesseln setzen können. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich meine ja nur, nicht, dass man Ihnen am Ende daraus einen Strick dreht. Sie sind ganz schön hartnäckig. Soll ich Ihnen sagen, warum? Ja. Weil ich mir Sorgen um Sie mache. Übrigens... Da war vorhin noch ein Anruf für Sie, Herr Ahrens. Für mich? Wo habe ich denn den Zettel? Ein gewisser Herr Schneider lässt ausrichten, dass er an Ihren Informationen interessiert sei. Und es bleibt bei dem verabredeten Termin. Ja, danke. Warten Sie doch! Was ist denn auf einmal los mit Ihnen? Sie können mich hier doch nicht einfach so... Hey! Habe ich was Falsches gesagt, oder? Schneider! Hallo, Herr Dr. Kerke. Aber ich möchte meine Bewerbung um die Leitung der Betriebsprüfung zurückziehen. Na, da wird sich der Herr Schneiderhahn aber sehr freuen. Soll er. Schließlich hat er Ihnen ja auch die Akte Schürholz auf den Tisch gelegt. Die Akte Schürholz? Und bevor er Ihnen weitere Informationen zuspielt, steige ich aus dem Wettbewerb aus. Liebe Frau Stechlin, tragen Sie mit Schneiderhahn aus, was Sie glauben, austragen zu müssen. Das werde ich. Allerdings.
Auf geht's. Oder haben Sie plötzlich einen Schreibkrampf? Der Unterzeichnete, Klammer auf, Herbert Schneiderhahn, Klammer zu, versichert hiermit, dass er seine Bewerbung um die Leitung der Betriebsprüfung Finanzamt Römisch 2 zurückzieht. Novabau, Winterhaltermoden, Autohaus Hardenberg. Zurückzieht. Und um seine Versetzung in eine andere Dienststelle bittet. Komma hinterversichert hiermit. Bitte. Tu nichts, was Schneiderhahn zu unserem Chef macht, ja? Sie haben mir wirklich sehr geholfen, mein Bester. Warum Sie auf einmal... Raus hier, aber sofort! Erst will ich wissen... Verschwinden Sie aus meinem Büro! Ich denke ja gar nicht dran. Ich war doch nur deshalb bei Ihrem Kollegen, weil ich... Ach, von Ihnen bin ich schon einiges gewöhnt. Aber, dass Sie mich an Schneiderhahn verkaufen, das ist so... Was? Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Weil ich... Was soll ich dem Schneiderhahn denn verraten, bitteschön? Das wissen Sie doch ganz genau. Ach, Sie meinen Ihr außergewöhnliches Entgegenkommen? Dass man Ihnen daraus einen Strick drehen könnte? Sie müssen mich völlig missverstanden haben. Ha, ha, ha. Dann gucken Sie sich doch mal an, was ich hier von Herrn Schneider an habe. Frau Stechlin! Frau Stechlin! Frau Stechlin! Arendt?
Ach, du bist's, Giorgio. Nein, danke für deinen Rückruf. Aber das mit dem Tisch für zwei Personen, das hat sich wohl erledigt. Kommando zurück. Reservier mir den Tisch. Kamera schauen. Aha. Lächeln und jetzt. Yeah. Oh. Oh. Nochmal, weil es so schön war.